Dich im Innern bin ich verweilt. Weltallfahren ist das, worauf ich steh. Bis im Fernsehen dann ein Space Shuttle zerbarst. Und die Mutter sorgenvoll sagt, werd lieber Arzt. Bundesstelle 2000, seit wann gibt es euch? Ja, seit ungefähr 14 Jahren. Da haben wir halt zusammen angefangen, mit dem Atari Falcon Musik zu basteln, ja. Mit einer selbstgeschriebenen Software, die ich mit einem anderen Kumpel zusammen geschrieben hatte. Der Frank Marvin Weigel, Lob preiset ihn. Ja, 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 der war gut, aber der fand die Musik, die wir damit machen, immer scheiße. Der war nämlich Programmierer. Er hat gesagt, er fühlt sich wie Oppenheimer. Ein wunderschönes Lied hörte ich im Büro. Die MP3-Datei brachte mir Lachen bei. Steve Morell von Pale Music. Ach, was hältst du von 8-Bit-Musik? Kennst du Bodenständig 2000? Ja, ist auf jeden Fall besser als 16-Bit-Musik. Die Heimcomputermusik ist eigentlich, die muss nicht 8-Bit sein, die kann auch 4-Bit sein, wie wir es zum Beispiel heute Abend hören werden. Der Atari hat zum Beispiel in seinem tollen Soundchip nur 4-Bit-Dynamik oder der Game Boy hat auch nur 4-Bit-Dynamik. Also 8-Bit ist halt eher sowas, womit die Leute tolle Erinnerungen verbinden, wie sie halt am Atari gezockt haben. Die Teletextseiten über 600 aufruft, dann eigentlich nur noch Anzeigen für Telefonsex kommen. Die sind halt auch dementsprechend gemacht, was der Teletext, der Videotext halt so hergibt. Und wir haben uns gedacht, wie viel Pixel braucht man eigentlich, um so geil zu werden, dass man da anruft? Die Einschränkungen einem doch irgendwie super helfen. Was? Die Einschränkung von 8-Bit. Ja, was, oder halt auch von diesem sogenannten 16-Bit-Programm da. Ja, das oder hat auch die Einschränkung des wenig Speicherplatz. Das hilft einem zum Beispiel dabei, möglichst debile und repetitive Texte zu machen. Die ist denn wirklich viel besser ins Ohr gehen als mancher komplizierte Text. Ist es denn dann kindisch, was ihr macht, oder denkt ihr irgendwie, dass es intellektuell ist und dass ihr irgendwie schon irgendwie eine Stufe weiter seid als alle anderen Musiker? Ja, also doch, auf jeden Fall. Wir haben eine wissenschaftliche Untersuchungsreihe gestartet mit 4200 Probanden. Ja, und auch ungefähr 4200 Samples aus allen möglichen Euro-Rammel-Hits. Ja, und wir haben herausgefunden, der Mann braucht 128 Pixel, um geil zu werden. Und es passt gerade so in Teletext rein. Das sind 7-Bit, also keine 8, schon wieder keine 8. Und ja, durch so einen bürokratischen Unfall mehr oder weniger auf iTunes gelandet, was halt so diverse Automatismen waren, die mit den Labels halt zusammenhingen, mit denen wir Platten aufgenommen hatten. Und wir wissen halt, was iTunes eigentlich ist. Ja, iTunes ist schon irgendwie Verarsche, weil man kriegt halt sein MP3-File für 99 Cent oder was ist es und dann kann man damit gar nichts machen. Dann ist es aber kein MP3-File. Genau, dann ist es kein MP3-File. Dann kann man es nur auf also so es ist halt natürlich künstlich verstümmelt und wir sind halt so Computer-Altfreaks, wir können uns ganz schlecht damit anfreunden, dass Computer heutzutage künstlich verschlechtert werden. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die Soundtracker-Kultur mit den Mod-Files eigentlich das absolute Gegenteil davon ist. Das heißt, man hat in einem Soundtracker-File, die es ja schon 100 Jahre vor MP3 gab, da ist ja die Komposition enthalten und alle Geräusche, die dann durch die Komposition arrangiert werden. Das heißt, man hat quasi quelloffene Musik sozusagen. Und man kann das Arrangement sofort verändern, weil man ja auch einen Soundtracker braucht, um das wieder abzuspielen. Und man kann alle Geräusche raus benutzen und schnell seinen eigenen Mix wieder draus machen. Das ist eigentlich noch 100-mal fortschrittlicher als MP3 gewesen, so von der Denke her. Achso, eins muss ich gerade vorher noch zu iTunes sagen. Neuerdings will ja Steve Jobs von Apple das DRM selber wieder abschaffen. Die ganze Musikindustrie ist ja sehr, sehr am Kämpfen mit sich, was sie da eigentlich machen sollen. Weil die wissen auch, dass das alles Müll ist. Das bringt ja nichts. Es bestraft ja nur die ehrlichen Kunden und verhindert ja Kopieren von Musik kein bisschen. Also es ist ein Witz. Ja, ist richtig. Aber es ist doch eine Art von Vermarktung vielleicht irgendwie. Und ich meine, irgendwie MySpace ist doch auch eine Möglichkeit, euch zu vermarkten bzw. Gigs zu bekommen, oder habt ihr es nicht mehr nötig? Also was heißt nötig haben?
ich weiß nicht, MySpace finde ich halt auch eine wieder politisch eher eine kritische Sache, weil da soll man sich auf einmal freuen, dass man dem Rupert Murdoch irgendwie seine Musik hochladen darf. Und ich meine, ich konnte schon immer auf meinem eigenen Server, konnte ich mir schon immer was hochladen. Also ich sehe das nicht ganz ein. Natürlich haben die da so ihre Schnickschnack-Mechanismen, damit man alles schön trashig aussehen lassen kann und so. Und dass es immer den Browser zum Absturz bringt, aber das kann ich selber auch. Meint ihr, dass irgendwie die Art von Musik irgendwann mal populär wird? Ja, in der High-Computer-Musikszene ist schon viel passiert, seit auch Progressive Attack. Nee, seit es mit der Micromusic losgegangen ist und also seit es halt diese Webseite gibt und dann halt auch die Leute angefangen haben, live zu spielen. Oder seit auch zum Beispiel, was mich total verblüfft hat, der Little Sound DJ rausgekommen ist von Johann Kudlinski, dieser Gameboy-Tracker, der eigentlich unglaublich schwierig zu bedienen ist, aber wo sich dann auch von außen ran erstmal sozusagen richtige Musiker, die zum Beispiel auch eine klassische Ausbildung hatten als Spinett-Spieler oder klassische Gitarre oder sowas machen und die sich dann auch halt für diese Dinge als Instrument begeistert haben und dann da auch halt noch ein bisschen mitgeholfen haben, dass man jetzt bei Heimcomputermusik auf der Bühne was sehen kann.